sagen, ich wette, der simuliert nur. Er simuliert? Seine Zunge ist wie ein Klumpen Kohle. Sein Gehirn ist bestimmt... Halt die Klappe und gib mir mehr Saft, Saul! Das Ding steht schon auf Maximum. Was? Soll ich noch eine Batterie holen? Na, was sagst du, mein Freund? Willst du noch eine Batterie? Eine schöne neue Batterie? Hä? Moment mal. Ist er etwa... Seine Ohren? Da kommt Rauch raus! Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, er ist tot. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich geh mal eben raus. Oh Gott. Okay, das bringt noch nichts, wenn er tot ist. Hör doch auf. Fick dich. So. Zurück zu Let's Play Splinter Cell Chaos. Chaos Theorie, genau. Sorry, das ist der eine Part da. Wieso habe ich Leben verloren? That's the right dose. Hat der jetzt irgendwas auf Englisch gesagt? Hallo, wir sind hier im deutschsprachigen Raum. Also, weiter geht's. Bei dem Gequälten. Was ist das? Was ist denn mit dem Licht los? Es ist explodiert. Hört sich nicht gut an, Fischer. Die Geräuschkulisse ist nicht das Problem. Du solltest das hier mal riechen. Bist du sicher, dass er tot ist? Toter als Elvis. Okay, lass die Leiche zurück. Wir müssen versuchen, alle Informationen zu sichern, die bei den Verhören zutage gefördert wurden. Grimm wird sich wieder bei dir melden. Okay, mal hören, was du da zu labern hast. Ich kann dich schon jetzt nicht leiden. Mach es nicht noch schlimmer für dich. Wer sind sie? Halt die Klappe. Warum hast du Morgenhold gefoltert? Lacerda hat uns den Auftrag gegeben. Warum? Was will er wissen? Irgendwas Mathematisches. Oh, Programmierzeugs. Ich habe keine Ahnung davon. Du bist also einfach nur ein dummer Kerl, der Leuten gerne wehtut. Ja, genau. Fällt dir irgendein Grund ein, warum die Welt ohne dich kein besserer Ort wäre? Bitte, ich... Hatte ich auch nicht erwartet. Okay, den kann ich jetzt umbringen. Ich weiß nicht, ob er jetzt... Ja. Geh doch noch mehr ins Licht. Okay, hier. So. So, also jetzt sollte ich irgendwas machen mit der Leiche, denke ich. Fischer, ich sagte, du sollst die Leiche zurücklassen. Wir haben nicht die Möglichkeit, sie da herauszuholen. Nur weil er tot ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn hier wie ein Stück Fleisch hängen lassen muss. Verliere jetzt bloß nicht die Distanz zum Geschehen, Fischer. Du musst einen klaren Kopf behalten. Es wird uns ja wohl noch Zeit für ein wenig Würde bleiben. Ja, Würde. Ohne Würde läuft nix. Das passt irgendwie, diese traurige Musik. Wo? Sam, hier Grimm. Wir müssen sicherstellen, dass was auch immer Morgenhold Ihnen über Messys Algorithmen verraten haben mag, diesen Ort niemals verlassen wird.
Okay. Ich habe einen HF-Funklink entdeckt, der von einem Techniker stammt, der den Raum kurz vor deinem Eintreffen verlassen hatte. Ich soll also jegliche Daten sichern, die er vielleicht auf ihre Server hochgeladen haben könnte? Genau. Oh Gott. Alter. So. Wie es aussieht, haben sich die Guerilleros nicht auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie ein Alarmsystem installiert haben. Gut. Ich glaube, ich fange schon an, hier Dinge einzubilden. Schon möglich. Aber dann bilde ich mir gerade dieselben Dinge ein. Ich wünschte, du hättest mir das nicht gesagt. Oh Gott. Fickt euch. Hier ist, glaube ich, niemand mehr. Und jetzt habe ich mich auf so einen schönen Empfang gefreut. Und die müssen das mit dieser Ballerei kaputt machen. Diese Säcke. Fertig. Material zu schneiden. Okay, hat sie ja noch irgendetwas anderes, was ich brauchen könnte? Es Shift. Bin ich von hier gekommen? Nein, das bin ich nicht. Fuck. Wieso geht das nicht? Also? Ja, verrückt. Was war das? Okay, und jetzt? Ist das Boot gut weggekommen? Sie, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wie viele Männer sind mitgegangen? Nun, Lacerda. Und vier von den Jungs. Kannst du denn noch für Sicherheit sorgen, wenn dir vier Mann fehlen? An mir kommt keiner vorbei. Jetzt wissen wir es wohl mit Sicherheit, Fischer. Ja, scheint, als wäre Lacerda schon lange weg. Wir werden versuchen, ihn durch Ekelon aufzuspüren. Mach dir um ihn keine Gedanken. Nun, wir halten dich auf dem Laufenden.